Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Projekt Säbel 3 Folge. Wie sagt man 100? Wie sagt man 175 auf Französisch? Ich habe keine Ahnung. Hallo! So, ich kann Französisch. So. Okay. Fangen wir an. Ich habe keine Ahnung. Wir wollen heute dafür sorgen, dass wir Living Rock und Living Root haben. Und das zur Genüge. Wir haben ja schon die Flowers. Also hier die Mystical Flower. Nur halt die blauen nicht, weil die sind ja da hinten in dem komischen Gedöns da. Hier in dem, ihr wisst schon. Wobei ich immer noch am Überlegen bin, ob ich vielleicht eine kleine Kiste mache, in der wir immer einen Stack davon drin haben. Aber vielleicht irgendwann mal. Ja, also blumentechnisch sollten wir hier gar keine Probleme haben. Ich wollte das automatisieren, genau. Das heißt, wir brauchen nochmal White. Haben wir sogar noch. Seed. Okay. 1, 2, 3, 4. Klick. Wunderbar. Brauchen 2. Also für das, was ich vorhabe. So. Okay, das hätten wir. Ja, brauchen wir davon nicht. Und dann brauchen wir noch Annihilation Planes. Um genau zu sein, nochmal. Das sind 8. Wobei. Ich überlege. Ach komm, wir können übertreiben, oder? Übertreiben wir? Dann nehmen wir nur eine Pure Daisy. Können sie auch mit einer Pure Daisy machen. Und dafür sorgen, dass 4 immer Holz sind und 4 immer Stein sind. Zum Beispiel. Craftet er gerade ein Enchanting Deck? Da kann er nicht craften. Da musst du hin. Was hat er vor? Hab mich noch nicht gesehen. Ich weiß nicht. Okay, jetzt ist er ein Demon-System. Weiß nicht, warum er nicht an das Terminal da unten geht. Da unten. Cäsar auf dem Boden. Da, ne, wo geht der hin? Ich weiß nicht, was er vorhat. Aber es ist gerade amüsant. Ich glaube, er versucht, dieses Terminal zu finden. Ist gerade relativ amüsant, ja. Vor allem, das ist das einzige Terminal, worüber ich mein ganzes ME-System sehen kann, außer über das Ding hier. Über das Wireless-Terminal. Ich frage mich, was er sucht. Gesucht. Was? Weiß ich ja, was ich heute machen werde. Okay, also wir brauchen noch einen Obsidian Generator. Anscheinend. Ich habe aber hier nirgendwo was. Doch, da habe ich einen Barrel. Okay. Gut. Nicht Barrel. Ja. Ein Draw. Okay, dann werden wir auf jeden Fall nochmal das anscheinend machen. Ups. Okay, also das brauchen wir auch noch. Ich bin immer noch nicht weiter. Ich glaube, ich mache es aber so, dass wir nur mit einer Pure Daisy erstmal arbeiten. So dringend und so viel werden wir eh nicht machen, oder? Bei mir. Wir können natürlich auch wieder übertreiben. Fragen über Fragen, auf die es keine Antwort gibt. Hatte ich... Ich glaube nicht, ne? Moment, haben wir eine Stone Barrel? Wir haben eine Stone Barrel, die ist aber nicht gefüllt. Ich überlege gerade, ob wir irgendwie an eine Clean Stone Farm kommen, einfach. Einfach, natürlich. Denn... Warum kompliziert? Ich möchte halt jetzt nicht erst Cobblestone... dort braten, das ist so ein bisschen gegen meine Vorstellung jetzt gerade. Problem ist halt, wir brauchen Stone. Nur wir müssen es ans Haupt-ME-System anklemmen und müssen den Stein übers Haupt-ME-System anfordern, weil andernfalls können wir es nicht richtig exportieren.
Weil wir können über ein Subnetzwerk nicht drauf zugreifen. Gut, wenn wir ein Interface machen, was das... Ja, es dürfte auf nicht reichen. Okay. 8 Formation Plane und mir wird es gerade zu warm. Warte, ich nehme euch mal mit. So. So, Heizung aus. Wunderbar. Die sind auch fertig. Klasse. So, jetzt will ich mal gucken, funktionieren die Dinger eigentlich? Vielleicht funktionieren sie noch, oder? Was soll das? 56. Nein, es funktioniert nicht. Was ist schon wieder ein Problem? Lass mich gerade den Computer aus. Aber diesmal scheint es nur noch einer zu sein. Ich weiß immer noch nicht warum, aber er tut's. So. Okay. You're not attached to his computer. Ich weiß nicht, warum das überhaupt ein Fehler sein kann. So, warte mal. Cancel. Sollen wir mal neu reinmachen. Okay. Scheint besser zu sein. Wenn man die jetzt nochmal macht, ne? Ich guck nochmal ganz kurz zur Sicherheit. Er droppt, er teleportiert. Wunderbar. Okay. Interessant. Okay. wir brauchen noch das. Dann machen wir noch ein Interface. Mindestens eins. Warum habe ich hier noch ein Fluid-Interface übrig? Ich glaube, ich habe irgendwas vergessen anzubringen. Weiß nur gar nicht wo. Ach doch, nee, ich weiß, wo ich erst habe. Okay, alles gut. Ist egal. Mein Fehler. Das habe ich schon wieder vergessen. Warte, wir brauchen ein Interface, wir brauchen keinen Storage-Bus, wir brauchen theoretisch einen Import-Bus, worüber wir es über das Interface alles beziehen und formatieren. Genau, die konnten wir definieren. Okay. Das war jetzt nur meine Angst, dass ich wusste nicht, ob die Annihilation Plane so die filtern können. Wir eins von beiden kann ich filtern, ne? Genau, die Annihilation Planes kann ich filtern. Okay. Das heißt, wir brauchen erstmal einen Räusper. Und dann brauchen wir. Womit basteln wir das jetzt am besten? Meine Idee war jetzt, wir machen es ganz einfach und sorgen dafür, dass wir praktisch immer, wir haben zwei Dinge mit den gleichen Anzahlen, wir können natürlich immer exakt die gleichen Dinge machen, damit würden wir natürlich auch die ganze Zeit Living Rock und Living Stone, wenn wir zur Hälfte Holz, zur Hälfte Stein machen, hätten wir natürlich auch, wenn wir eine Emmy-Chest oder sowas machen. Möchte ich aber nicht. Ich möchte nichts voiden, ich möchte gerne alles so sammeln, wie es ist. Das bedeutet, wir brauchen eine Möglichkeit. Eine gute Frage. Und ich muss mal ganz kurz niesen, kleinen Moment. So. Oh, nee. Wie gesagt, ich würde gerne wissen, warum im Moment mein Körper denkt, ich bin krank, obwohl ich es nicht bin. Beziehungsweise meine Nasenregion denkt, ich bin krank. Das andere denkt ja nicht, dass ich krank bin. So. Was jetzt war jetzt die Idee? Wir brauchen irgendwas zu speichern. Wahrscheinlich. Ich glaube, Storage Bus sind trotzdem die beste Möglichkeit. Ich hab 10.000 Sugarcane, falls du was brauchst. So. Ich weiß nur noch nicht ganz. Brauche noch ein paar Interface. Wie ich das gerne machen möchte. Denn wir werden ein Problem kriegen. Und das ist relativ bald. Auch wenn wir es speichern. Was meine Idee war jetzt, nehmen wir Beispiel ein Mini-Chest oder so und speichern es da drin, ist aber auch doof. Warum nicht? Wirklich, warum nicht? 2 Stück davon. Dual Controller.
Brauchen wir nicht mal. Doch, brauchen wir einen. Einen brauchen wir. Das war nicht der Dragon Roller, das ist der Controller. So. Es ist ja gar nichts. So. Okay. Haben wir alles. Wir haben. Warum ist ja nur ein Draw? Den haben wir reingepackt? Kann ich nur einen machen? Mensch. Wir machen gleich mal eine Fuhreholz. Fuhrekisten. So. Muss erstmal einen Moment reichen. So, dann auf nach da. Was? Obacht, mein Mayor Rubber Sapling ist entlang gesichert aus wenig. Huch! Wie hab ich denn das gemacht? Das sieht ja cool aus. Kann ich auch. Interessant. Okay. Ich habe noch mal eine Sache gemacht. Ich habe hier noch die letzten Coke Oven dran gebastelt. Ich weiß nicht, ob wir verlieren. Ich glaube, wir verlieren heute. Jetzt fängt auch noch der Husten an. Ich glaube, wir verlieren Holz. Ich bin mir aber unsicher, das wird dann die Zeit zeigen, ob wir hinterherkommen. Ich meine, sollten ein, zwei stillstehen, wäre es jetzt auch nicht das Problem. Erstmal. Hauptsache, es läuft erstmal wieder. Okay. Bauen wir das hier hin, würde ich sagen. Ne? So. Hier kommt noch ein kleines Haupt-ME-System dran irgendwo. Bin mir gerade. Nee. Warte mal. Interface, soll ich was falsch rum? Okay, dann müssen wir an das weiße Kabel. Also, Gäbelchen. Gut. Satz mit X, das war wohl nix. Was ist das hier? Ah, es ist hier, wunderbar. So, und da brauchen wir im Endeffekt ein Interface dann. Basteln wir es gleich vorne hin, ne? Ja, wir spannen mal Kabel, wir basteln es vorne hin. Ein Interface. Hier hin. Okay. Crafting Card. Dahin. Stone. Und Holz. Auch wenn wir Holz nicht craften können, ist aber egal. Und Stein. Okay. Ne, das war Amboss. Oder der Tinker's Table. So. Okay. Immer was. Das ist ja irgendwo formieren und irgendwo deformieren. Ich weiß noch nicht genau wie rum und wo und was. Naja. Grass. Gabel. So. So. Kannst einen machen. Mensch, der hat ja gar nichts. So. Annihilation oder Formation? Was wollen wir machen? Das ist ja eigentlich Jacke wie Hose. Eigentlich steht nur fest, wir müssen es hier noch trennen, aber das ist ja. Ja, also das Ding ist dann hier. Ja, machen wir unten die Annihilation. Wobei, nee, wir machen die Annihilation oben. Dann haben wir es gleich noch ein bisschen visuell ansprechender. So. Okay. Ja. Okay.
Das heißt, das Ding hier ist direkt am Import-Bus, das ist wunderbar. Jetzt brauchen wir mal Quarz. Go. Go. Danke. So, treiben wir das einfach mal da hinten. Und, ja, cut mal 3 ab. Interface, Storage Bus und gehe dann einfach da dran und dann einmal Holz, einmal Stein, also hier kommt Stein, Holz, Holz. Okay. Wenn wir das schon mal geklärt haben. Hier müssen wir dann eh noch mit dem Kabel nach oben. So. Denn hier kommt dann unsere, unser Storage Bus für den Draw Controller hin. Das bedeutet, wir brauchen ein Gabelsche, a Storage Basler, a Controllersche, a Gabelsche und 2 Drosche. Warum ich das jetzt gerade so gesagt habe, ich habe keine Ahnung. So. Okay. Wir haben den Storage Bus dran, wir haben das dran. Ich färbe das mal noch weiß. Weiß. Dadurch haben wir keine visuelle Verbindung nach unten, sondern haben praktisch hier oben dieses kleine separate Netzwerk. Was vielleicht gar nicht so schlecht ist. So, einmal Quatz. Und nochmal Quatz. Und einmal Gelb. Und hier machen wir nochmal Weiß, einfach nur zum Auseinanderhalten. Das müssen wir eigentlich dann hier auch nochmal machen. Also hier auch nochmal einmal bitte weiß färben. Dankeschön. Okay. Ventilation Plane. Wenn mir gerade auffällt, wir brauchen eh eine visuelle Verbindung nach unten. Wie kriegen wir sonst den Strom hier hoch? ja. Das hätte ich mir vorher überlegen sollen. Dann muss mit da dran. Also Quarz. Ja, das Squid Beak. Was noch? Klick. Nein, das wäre der Tod. Okay, wir brauchen eine andere Farbe. Nehmen wir auch Light Blue, ist ja geil. So, dann müssen wir hier nochmal einmal ganz kurz umfärben. Ja, Cyan, nee, es ist zu unlösig. Nee, nur Purple. Ach komm, so. Einmal alles schön bunt machen. Dann hier brauchen wir wieder Cyan. Light Blue, so rum. Klick, 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 klick. Das war alles viel. Hier hin brauchen wir wieder einmal Quarz. Und einmal Interface. Ich habe kein Storage Bus mehr. Storage Bus. Go. Dankeschön. Diesmal müssen wir es so rum machen. Schwupp. Okay. Einmal kurz respawnen. So, alles einfärben. Wunderbar. Gabelsche, Verbindung schaffen. Und wunderbar. Wir können jetzt noch nicht speichern, weil wir noch nicht definiert haben. Wir machen ganz schnell. Wir brauchen eine davon und eine davon. Eine hiervon und eine davon. Und wie Sie sehen, ist kein Living Rock dazugekommen. Warum ist kein Living Rock dazugekommen? Jetzt. Okay. Wie sieht es aus? Wir dürfen jetzt theoretisch Living. Wunderbar. Ist das alles hier drin? Nein. Das heißt, wir brauchen hier eine hohe Priorität. Gut zu wissen. Priorität. Keine Ahnung. 10.000.
Living Witch, Living Rock. 7, 9, wunderbar. Wir haben die höchste Priorität hier. Alles klar, das heißt, es geht da rein. Wenn es voll ist, dann ist voll, dann macht er hier nicht weiter. Ich möchte kein Void Upgrade draufpacken, das heißt, falls wir mal mehr haben sollten, dann als in so einen Draw reinpasst, was irgendwann der Fall sein wird, definitiv, dann, ja. Ich meine, das Ding kann, wie viel kann das halten? Ich glaube, 5000? 10.000? Ich habe keine Ahnung. Wir haben auf jeden Fall mehr als genug. Theoretisch hätte auch ein Draw gereicht. Ein so ein zweifächiger, der hier. 16 Stacks per Draw. Das Ding macht 32. Das heißt 32 mal 64. Oh mein Gott, warte mal. 3 mal 6 macht 18. So. Plus 2 Nullen macht 1800. Ja, wir haben so. Wie viel waren das so? 2048, irgend sowas? Kann es sein? Ich glaube. Bin mir unsicher. Okay, das. Soll funktionieren. Wisst ihr was? Wir haben hier unten das Interface. Die Idee war jetzt, dass wir das Obsidian-Ding hier hinbauen. Gleich. Ich habe ja eine Idee, wie es relativ gut gehen sollte, hoffentlich. Dass wir keinerlei Probleme haben, dass Wasser irgendwo überläuft oder so. Es sollte einfach gehen, ich bin mir unsicher. Oh, ich muss nochmal ganz kurz niesen. So, das war nicht nur niesen. Ah. Gott im Himmel. So. Heizung hatte ich ausgemacht, ne? Ja, gut. Wir machen Folgendes. Ich habe mir nämlich vorgemacht. Nicht vorgemacht. Wir nehmen 4 Ritual Stone, ein Master Ritual Stone und wir machen uns wieder unser wunderschönes Lava-Ritual, was wir ja schon zur Genüge gemacht haben. Allerdings werden wir es diesmal so machen, dass wir die Lava gleich in Obsidian machen. Wir hätten zwar auch diesen Ender Tank und können es mit einem Interface oder so machen, aber wir machen alles, was wir brauchen, ist im Endeffekt eine Annihilation Plane und ein Storch Pass. Das ist eigentlich alles, was wir brauchen werden. Ich glaube, ich lagere das Obsidian auch noch hier aus. Ehe ich mir jetzt hier die Mühe mache, ich lagere das aus. Denn andernfalls bekommen wir drüben Probleme mit dem jetzigen Setup. Denn jetzt funktioniert es auf Voiden und Voiden ist doof. Voiden ist richtig doof, das wollen wir nicht, unter keinen Umständen. Denn das ist zu viel, was wir dann, was weiß ich, verschwenden. Wenn wir es verschwenden. Und dann können wir gleich hier dran gehen mit. Können wir ohnehin noch ein Quarzkabel dazwischen packen? Von dem wir wieder keine mehr haben. Okay. Ich habe nur eins. Okay. Also hier ein Quarzkabel. Dann kann das weg. Und dann kommt hier nämlich der Storage Bus davor. Der dann dafür sorgt, dass wir hier das kleine Subnetzwerk haben. Und das heißt, ich hätte eigentlich das behalten können. Entschuldigung. Problem ist, das kommt jetzt vom Haupt-ME-System, was hier gebaut wird, aber ja, ist vielleicht auch besser so. Folgendes. Wo ist der? Da. Weg. So. 1, 2, 3, 4. Das waren jetzt 5, ist aber egal. Dann müssen wir den jetzt vielleicht zuerst setzen sollen. Kann ich eigentlich? Warte mal. Das noch nie ausprobiert. Wenn jetzt hier das Ding suche. Erstmal finden. Da. Das funktioniert. Wunderbar. Okay, er färbt es ein. Das Ding aktivieren wir noch nicht. Eine Sache möchte ich vorher noch machen. Und zwar. Haben wir das schon gemacht gehabt? Nee. Frames. Und zwar gibt es einen wunderschönen Aquarius. Irgendwas Stone.
Für den wir allerdings erstmal ein bisschen von dem Zeug noch brauchen. Wie mache ich denn den zu normal? Ach, das war Crafting. Okay. Brauchen wir eh nur noch einen. So. Quers. Und Water Bucket. 4 Stück. Go. 1, 2, 3, 4. Aquarius, metamorphic stone, acts as a water source block, turns floating lava into stone and lava sources into obsidian. Das heißt, wir haben keine Gefahr, dass unsere Lava, also praktisch das über der Stelle hier, durch dummen Zufall Wasser fließt, wenn wir hier irgendwie Wasser in der Nähe haben. Das brauchen wir jetzt nicht. Wir haben unseren Aquarius Memorphic Stone. Der sollte es hoffentlich auch relativ instant machen. Ich weiß nicht, ob es funktionieren wird, aber wir werden es sehen. Und ich möchte keinen so rum haben. So wie ein Milchglas. Haben wir noch Quite Clear Glass? Das ist Fused Quartz. Wir haben kein Quite Clear Glass mehr. Kann ich aber, glaube ich, darüber machen, ne? Ja. Okay. Da, da. Machen wir es gleich mal so. Ups. Mal gucken, ob das nachher hässlich aussieht. Ich wette ja. Habe ich noch die Annihilation Plane? Nein. Die habe ich noch nicht. So. Einmal dahin. Oder müssen wir es einfach nur hier hinten einmal. Das hat 7 Channel. Passt wunderbar. Verbinden. So. Machen wir die beiden nochmal weg. Also hier wird wahrscheinlich dann alles in Flammen stehen. Ja, eigentlich nicht. Moment, wenn es voll ist, dann macht er kein neues Obsidian. Obsidian. So. Das heißt, wir müssen es noch aus dem Hauptstorage dann wegnehmen. Und dann, wenn wir es jetzt aktivieren, sollte hoffentlich... Alter, was? Oh, warte, ich mach mal ganz kurz ab. Warte mal. Hast du einen Moment? Ich glaube, ich habe gerade den Server ordentlich abgeleckt gerade. Komm mal zu meiner Void Base. Oh mein Gott. Das merke ich mir. Oh, um Gottes Willen. Das hat mir sicher mein halbes Blutnetzwerk leer gezogen. Oder... Was ist denn hier passiert, sag mal? Warum? Woher? Sind wir auf dem Baum gespawnt? Wahrscheinlich. Sieben. Das kann man weg. Das kann weg. Das kann weg. Das Kabel habe ich noch. So, jetzt will ich mal ganz kurz wissen. Hier mein Divination. So, warte mal. Das geht jetzt wieder rapide runter. Okay, okay, wartet. Warte. Wir können da keine so großen Storage machen. Den Draw. Den mit Obsidian.
Nein, nur zu viele Ideen. Ja, ja. Mach Obsidian. Ganz viel. Ja. Das macht ganz viel Obsidian, Cäsar. Klick. Oh, ist das schön. Länger auf dem Server. Hab mein Tor damit gemacht. Naja, so. Okay. ja, ich bedanke mich dann jetzt, denke ich mal, fürs Zuschauen. Wir haben ordentlich geschafft. Wir haben alles relativ schnell. Jetzt mit Obsidian. Das andere geht nicht schneller, es sei denn, wir haben Overgrown Seed. Von Extra Utilities. Denke mal, ich beende jetzt die Folge, wir haben es ordentlich geschafft. Ist schön. So, wie viel haben wir jetzt? Na so, ein paar 40. Okay, danke fürs Zuschauen, auf Wiedersehen, noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Dann. Ich weiß nicht, warum die mal draußen spawnen, aber na gut, kriegen wir noch hin. Tschüss. Ja. Ich komme wieder bis zum Schluss, ne? Ich mache jetzt einfach wieder Hardcut hier, also ciao.